ist das denn für ein Bullshit? Einfach gar nichts. Was? Das ist ein Chemical Warfare Paket, das ist nur Müll. Das habe ich mir gar nicht geholt. Einfach sehr, sehr enttäuschend irgendwie. Mutierte Larve beschaffen. Was ist das denn? Ein Special Kram. Macht mir nichts. Ich würde hier so starten, glaube ich. Oder hier. Was sagst du, Robert? Links, rechts? Mach links. Also hier. Jo. Schon werden. Also Jens, ich würde jetzt wieder empfehlen, auf mittlere oder leichte Rüstung zu gehen. Stimmt, da war ja was. Die schwere Rüstung ist zum Rumlaufen echt unangenehm. Ja, mal zur Feier des Tages. Der Rest ist ja aber auch genau gleich, ne? Helm und Mantel. Gibt es ja keinen Unterschied. Das musst du gucken, also. Die Helme, die haben meistens 100, 100, 100 und keine zusätzlichen Boni. Aber theoretisch könnte das auch mal abweichen. Auch bei den Umhängen. Also stehen überall Werte da. Und ich meine, es gab auch ganz am Anfang mal irgendwie welche, wo da was anderes drin stand. Nehmt ihr noch Booster mit? Ja, ich wollte gerade abwarten, welchen ich mitnehmen soll. Na den, immer den. Der muss immer mit, den du hast. Das ist der wichtigste von allen. Und den schaltet man, glaube ich, auch als... Ich würde argumentieren, das Sprinten ist das wichtigste von allen. Ja? Aber das ist für das Gefühl beim Spielen, das macht das die meiste Qualität. Ja, aber ich finde das mit dem... mit der Munition auch wichtig. Wenn ich du sag nicht, dass es unwichtig ist. Ich sag nur, ich ja, finde okay. Ja, gut, okay. Ist dann vielleicht das zweitwichtigste. Jetzt, du bist nicht tot, Kollege. Kollege Buck. Okay, wir kriegen hier direkt einen Bug-Durchbruch. Ja, dann wollen wir den nochmal direkt clearen. Ich lauf da erstmal raus. Ich musste eigentlich mittendrin stehen. Ah, ich bin ja so blöd. Hier ist ein Schild. Anderer Robert. Hab ich irgendwas falsch ausgesammelt? Ne, du hast das ein Schießding damit dabei, aber. Ach, warum? Ich wollte den Schild nehmen. Ich glaube, ich hab den Tentakeltypen. Ja, der ist gut. Gibt es hier noch was? Munition, Granaten und so ein Shit. Das ist falsche Ausrüstung genommen. Das war nicht so schlau. Wir sehen von hier aus auf jeden Fall schon mal Spornspeier und Dings, Bums. Ihr werdet uns niemals unser Leben nicht werden. Lade neu.
Sag mal, haben die Reichweite von der Kasatkanone eingeschränkt oder was? Nee, wieso? Hat der jetzt 3 oder 4 Dinger in so einen Pilz reingehauen? Nee, du hast vorher den anderen zerschossen, da war einer direkt davor. Okay, das ist bei mir gar nicht aufgeploppt, dass der da irgendwie, das hat alles identisch ausgesehen. Das siehst du? Also, du hast ihn vielleicht dann nicht getroffen einfach. Also halt, was heißt nicht getroffen halt? Anderen getroffen dafür. Also ihr wollt erst in den Süden rein. Erstmal das, was wir hier sehen, würde ich sagen. Aber weg damit. Was machst denn du jetzt so lange gut? Ich habe gerade schon mal ein paar Proben gesammelt. Oh, da rechts ist noch ein Nest. Würde ich mitnehmen. Also ja, der Plan war schon, hier erstmal über Süden zu gehen. Die Nebenmission erst zu machen und dann nach Norden. Also ich meine, theoretisch, Jens, wenn du denkst oder wenn du sagst, du schaffst es, dann kannst du auch... Vorsicht, da sollte schon eine Granate sein, Robert. Ja, die war aber daneben. Achso. Was schießt hier? Achso, Mörser. Markiere Karte. Oh, hier drüben sind schon wieder beschissen viele Bugs. Schon jemanden 380 reingehauen? Nein, wir haben nur Atlas reingeschickt. Da ist ein Tagetyp. Deswegen habe ich jetzt einen 380er reingehauen. Fehler heißen die. Okay. Ja, der hat mich eben dezent. Gut zu wissen. Aufgesammelt? Ich habe deine Proben gerade aufgenommen, ja. Was ist denn da noch? Ein Adler. Was sollen wir hier machen? Da ist der Behälter. Ich hab den Behälter. Ach du Scheiße. Jens, kannst du den Behälter nehmen? Ich muss nämlich meinen Schildrucksack liegen lassen. Aua, was war denn das? Das war dein Mörser. Warum sterben die hier alle? Ja, aus meiner Sicht überhaupt keinen Anlass mehr hatte, da raus umzuballern. Ja, das, ich hab's auch nicht so ganz verstanden. Ah, hier. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier noch was. Jens. Guck schon nach oben. Oh, der Mörser schießt schon wieder her, Vorsicht. Ich weiß nicht, ich bin an der von irgendwas erwischt. Ja, irgendwie kam der Roboter direkt über die runter. So, ich hab jetzt die Probe. Okay. Mitkommen, weiterlaufen. Aua, 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 schießt du wieder auf mich? Wieso schießt du mir irgendwas auf mich? Das ist ein bisschen in der Tour von dem Spiel. Nein, ich soll es auf mich beißen, kratzen, treten, aber nicht schießen. Hm. Ja, das machen die Roboter schon ganz gerne mal. Keine Munition mehr, geht's noch jemandem so?
Ne, ich habe mir die eine Waffe vom anderen Robert geschnappt. Ich will trotzdem mal Nachschub. Also, ach nee, Nachschub kann ich nicht besorgen, der ist schon irgendwo runtergekommen. Was ist da gerade markiert? Ja, ich guck mal hier oben, ist hier so ein Leuchtungsleucht. Wenn hier so viele Proben. Ich befürchte, der Backdurchbruch ist schon wieder bei mir, oder? Kann sein. Macht ihr da unten das Nest noch mit? Den anderen Robert gerade irgendwie zu folgen, ne? Der ist ziemlich schnell unterwegs. Also ich bin jetzt gerade hier hin unterwegs. Eieiei. Na komm, warte. Ich würde noch die Proben holen aus dem Nest. Ach nee, das Nest ist gar nicht zerstört hier. Ihr habt unten eins zerstört. Ja. Ah, okay. Ach du Scheiße, dann ist das hier aber kein mittleres. Dann könnte ich hier mal Unterstützung brauchen. Hm. Dass du offiziell nicht weg bist. Hm? Habe ich jetzt einfach einen Giftpilz abbekommen. Kann sein, dass diese ganzen Bugs diese Probe hier verfolgen, die ich mit ihm hertrage. Das kann sein. Wirklich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Leben wir alle so ziemlich am Arsch. Da mir das noch nie untergekommen ist, ist alle Möglichkeiten auf. Es geht. Sie lassen Stück für Stück nach. Ich renne einfach zu schnell. Magazin leer! Abfall in Durchbruch! Letztes Nachladen! Das ist schlecht. Außenposten ist geräumt.
Die Schwere? Ja. Okay, kannst du mich da wieder rufen? Hat er, glaube ich, schon, oder? Sehr gut. Du bist das nächste Mal. Sehr gut. Die Demokratie ist gelandet! Ja. Ich sehe hier ist diese Bank. Proben habt ihr unten schon? Dürfte alle haben. Wir müssen dann in der Nähe von der Flagge stehen bleiben, ne? Durchbruch links mehrere. Mhm. Achtung hinter dir, Robert. Ich fürchte, diese Ansage ist weniger hilfreich, als man annehmen würde. Wenn es mehrere Robots gibt und mehrere hinten. Okay. Ich habe doch überhaupt nichts gegen die Ansage. Ich war einfach nur. Mindestens einer ist hinterher verwirrt. Ja. Ist halt schwierig bei zwei Roberts, ja. Es ist aber noch. Es ist noch okay, sag ich mal. Was meinst du, wie verwirrend das ist, wenn wir zwei Robots und zwei Florians sind? Habt ihr das auch ab und zu? Das hatten wir auch schon, ja. Ich würde mal sagen, da hätte ich wirklich gar keinen Spaß mehr. Das ist auf jeden Fall maximal verwirrend. Obwohl maximal wäre, wenn wir vier Robots wären. Also ich versuche es schon immer so ein bisschen zu unterscheiden, ne? Es gibt. Oh, was ist denn das hier drüben eigentlich für ein kleines Kackloch? Aber ist das okay, dass ich immer andere auch Robert sage oder hat einer vielleicht mal irgendwie einen Spitzname? Damit sehr gut leben. Hm? Wie bitte? Ich kann damit sehr gut leben, das wird mich nicht ohne. Wird also einfach anderer Robert. Aber ganz schön lange. Sehen, dass da vorne bloß ein dickes Loch ist. Das ist schon wieder mit irgendwelchen Löchern. Die Terminit-Außenposten zerstört. Da ist da noch ein Loch. Scheiße. Einfach einmal quer über die Map. Vielleicht finde ich noch ein bisschen Munition irgendwo. Ja, wir haben doch da vor der Vorräte gerufen, oder? Weißt du, wo das war? Ja, sehen wir doch auf der Karte. Mitten auf dem Missionsziel. Hinter uns kommen auch Freunde, Robert. Ja, lass sie kommen. Egal. Wir gucken nicht zurück. Aber ich kann nicht mehr sprinten.
Das ist schwierig. Aber ich habe keine Munition mehr. Ich muss erst ganz kurz Munition noch sammeln. Nee, sie haben uns verlassen. Wohin sollen wir jetzt eigentlich gehen? Hauptquest. Rot macht das Nest. Und wir gehen zu dem Hauptquest-Ding. War, hier unten waren keine Proben drin, oder was? Die habe ich ja schon alle. Ah, die hast du schon alle. Was haben wir denn Nebenmissionen gemacht? Oh, das ist schlecht. Wir haben bis jetzt nur zwei Nebenmissionen gemacht, oder? Ne, wir haben noch die Pilze von gemacht. Naja, nur zwei, oder nicht? Ja, sonst nichts. Nee, warum? Hier vorne ist ein Satellitenschüssel. Kommst du mal mit hin, Jens? Ich darf mich auch wieder rumschießen, ne? Okay. Also nur ganz normal mein Durchlassgewehr halt. Alter. Könnt ihr mich dann wieder rufen? Anfrage bestätigt. Das Datum im Anlauf. Dachte so, obwohl schon wieder alles unterwegs ist. Ja. Hilfe. Das mag ich nicht. Welchen von. Du rennst mitten auf diesen Fehler zu, ne? Das ist dir bewusst, Jens? Nein. Der Fehler ist, glaube ich, jetzt Geschichte. Aber ich wollte mir noch einen Charger. Ich muss bloß gerade nachladen. Also, was ist nachladen? Abkühlen. Noch 20 Minuten für die Mission. Danke. Ist schlecht. Ja, bei dir, Robert. Ja. Jens, lauf doch da nicht mitten rein. Lebt das Tier noch und ist tot. Ach komm. Haben wir jetzt alles in ihren Umkreis getötet? Ja, ne? Wir sehen dann gleich, wo das vierte Sekundärziel. Ach nee, wir haben ja das eine Ding haben wir auf dem Rücken. Das müsste ja auch eins sein. Ja, ich habe eins auf dem Rücken. Oh, eine Schleuderflitze da, der nervt irgendwie. Komm Jens, wir müssen weiter. Ja, ich bin am Laufen. Nur ich kann nicht direkt durch Viecher manchmal durchrennen. Das
Weil ich habe keine Munition mehr. Wir benötigen ein Geschütz. So, bei dir mal einen Vorrat rufen? Ja, habe ich gerade hier. Danke. Euro Titan. Nein, ich hab drüber geschossen. Verdammte Scheiße, ich dachte, der läuft noch einen Schritt weiter. Jens, wenn du mit der normalen Knarre drauf schießt, schieß ihm auf den Bauch, auf diese grünen Blasen. Ja, ja, bin dabei. Ist er tot? Nee. Hm. Jetzt ist er tot. Komischer Tentakelarsch, lass mich in Ruhe, Junge. Oh, mehr Durchbrüche. Hat er gerade jemand 380er gerufen? Oh, nee. Aber ich rufe jetzt mal einen 380er auf den Backdurchbruch. So, wir hießen gerade schon die Flacke. Ja. Deswegen kommen auch so viele Backdurchbrüche. Also ich glaube am meisten wurde ich diese Runde getötet von meinen eigenen Mitspielern. Sehen wir dann, wie oft wir hier Friendly Fire hatten. Aua, aua, aua. Weil wir irgendwelche großflächigen Angriffe mitten in der Meute sein müssen. Ach du Scheiße, Jens, über dir ist ein Säure-Titan. Ja, ich versuche nicht zu sterben. Mach mal. Wir haben die Flagge gleich gehisst, oder? Wir müssen nur die ganzen Gegner töten. So, na dann. Sind wir ja quasi fertig. Laufen wir da weg? Könnt ihr euch mal um den Dicken kümmern? Danke. Einer noch. Wir haben gefunden. War so ein ganz kleiner. Das ist dieser blöde Nachschubbehälter da verbuggt oder was? Habt ihr alle Proben? Wieder? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, wir haben sie. 14 Minuten. Hier ist der Nachschubbehälter. Robert, kannst du nichts rausnehmen, oder? Ich hab was. Achso, gut. Ja, ich auch. Was mit den. Den Überproben. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Die müssen ja eine von den Dingern sein, die jetzt noch offen sind. Also beide in die Hand und loslaufen, hätte ich gesagt. Na dann. Ab nach Süden. Aber wir sollten versuchen, nicht mehr allzu oft zu sterben. Na gut, es gibt ja keinen Grund, irgendwo lange stehen zu bleiben. Ja. Evakuierung verfügbar. Ich weiß nicht, Jens, willst du schon mal zur Evakuierungszone laufen? Und dann schon mal den Flieger rufen. Befehl.
Aber halt noch nicht reingehen, ne? Erst wenn wir dann auch. Ja, dann habt ihr noch 20 Sekunden, das ist mir schon bewusst. Genau. So würde ich zumindest mal überleben, wenn ich so lange überlebe. Das war sehr schlecht. Aber tauchen da nicht dann auch andauernd große Sachen auf? Ich hab's, Robert. Ja. Nicht unbedingt. Okay, wir können. Sechs seltene Proben fehlen noch. Ja. Aber die können halt ja bei jedem von diesen komischen Diamanten sein. Oder vielleicht noch hier bei dem Dings. Ja, aber da ist, denke ich, nur eine. Oder vielleicht zwei. Eine habe ich schon. Sicher, eine oder zwei. Drei Minuten braucht es hier. Hätten wir doch mal das Ding mitnehmen sollen, nur schneller evakuieren können. Und es kommen schon wieder reichlich Freunde. Hinter dir, Jens. Was ist über mir? Hinter dir, habe ich gesagt. Es gibt kein hinter mir, es ist überall um mich drumherum, es sind Viecher. Ja, aber dann ist doch hinter dir nicht falsch. Ah! Achso, wir müssen übrigens in der Nähe bleiben von dem Ding, sonst. Ja, ich bin mitten unten drinne. Warum auch immer. Wir müssen uns mal um den hier kümmern. Hab ihn. Oh, da ist noch ein Charger. Eine Charger ist auch Geschichte. Ist noch ein Charger. Kostet ein wenig und weg hier, oder? Mhm. Ja, zum Glück können uns die Dinger nicht mehr festhalten.
Also wenn wir so weitermachen, bin ich auch hoch zu Stufe 18. Haben wir alle einen Levelaufstieg gekriegt? Oh, du bist ja endlich Level 50. Ja. Kann ich mir jetzt irgendwo hinschreiben? Was an.